und ganz herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video. Bevor das Video aber anfängt, möchte ich noch ganz kurz was sagen. Und zwar habe ich, glaube ich, in dem ersten Vlog hier auf dem Kanal, habe ich euch erzählt, damit jetzt immer am Mittwoch ein Vlog kommt. Und wie ihr vielleicht gemerkt habt, ist die letzten zwei Male oder einmal auf jeden Fall, also letzten Mittwoch auf jeden Fall, ist kein Vlog online gekommen. Ich wollte nur mal ganz kurz dazu sagen, dass wenn ich einen Vlog habe, dass da ein Vlog online kommt. Aber wenn ich keinen Vlog habe, dann kommt kein Vlog online, weil ich mich einfach doch nicht stressen will. Und ist auch einfach so viel passiert ist, was ihr dann aber in meinem nächsten Live-Update mitbekommt. Vielleicht mache ich es auch so, dass ich, wenn ich am Mittwoch keinen Vlog habe, damit ich dann ein Video hochlade, also ein normales Video, wo ich mich einfach mit Cam hinsetze und euch irgendwas erzähle, ob es irgendwas über das Krebsthema ist oder ob es irgendwas mit Make-up, Schminke oder irgendwie sowas zu tun habt. Das werdet ihr aber dann sehen. Und ja, ich wollte einfach nur ganz kurz euch ein Update geben. Und zwar soll es zu dem Thema Tübingen, Zegert, mein Tumor und was weiß ich alles dazu zu tun haben. Ein Video über MRT und CT wird auch noch kommen und auch über das Medikament. Ob es jetzt was geholfen hat, was für Medikament ich überhaupt nehmen werde und so werdet ihr jetzt dann in nächster Zeit mitbekommen. Aber was ich unter dem Video, weil ich da einfach so viele Informationen auf einmal bekommen habe und einfach nicht mehr so viel wusste. Und dann habe ich einen coolen Kommentar darunter bekommen und den wollte ich euch jetzt mal vorlesen. Und zwar habe ich euch da um Rat gebeten, weil ich einfach nicht so viel Ahnung hatte. Und der war, darf ich helfen? Vermutlich wurde untersucht, wie sich dein Tumor von gesundem Gewebe unterscheidet. Aus deinem Erbgut wurde dann herausgefunden, welche oberflächlichen Strukturen des Tumors sich über deine Immunzellen als Impfstoff persönlich am besten eignet. Zegert macht die DNA-Analyse. Jemanden anders macht deinen persönlichen Immunstoff. Das Medikament ist deshalb nur für dich ausgesucht und hergestellt. Viel Glück. Da wollte ich mich nochmal für dein ganz, ganz liebes Kommentar bedanken. Ich habe mich auch da schon bedankt, das habe ich dir geschrieben. Aber ich wollte mich auf jeden Fall nochmal bei dir persönlich bedanken, weil mir das einfach, ja, ich hoffe, dass es euch vielleicht auch helfen konnte und ich da einfach nicht so viel durchgecheckt habe, auch als der Arzt mir das nochmal erklärt hat. Und zwar kann ich euch bis jetzt einfach nur sagen, dass es durch diese Therapie, die eigentlich gemacht werden sollte, dass da erstmal kein Medikament gefunden wurde. Also es wurde einfach nichts gefunden, wo man merkt, dass durch diesen bestimmten Stoff der Tumor schneller wächst. Aber es hat, haben sie was rausgefunden durch die Zusammenstellung, wie der Tumor zusammenhält. Sobald ich das verstanden habe, haben sie zwei Medikamente rausgefunden und zwar zwei Immunpräparate, glaube ich. Die werde ich bekommen und zwar werde ich die in Tübingen bekommen. Und da bin ich auf eure Meinung und eure Hilfe gespannt, denn ich würde gerne diese eine Frau finden, die diese Immuntherapie auch bekommen hat. Ich schreibe euch die zwei Präparate hier mal hin, denn diese Präparate sind ganz speziell nur für mich, also sind für mich rausgefunden worden und diese Präparate sind bei einer Patientin auch schon mal angewendet worden und bei ihr hat es geholfen. Diese Patientin, ganz kurz, was ich weiß, hatte Lungenkrebs, konnte einfach nicht gut atmen und deswegen war sie an Sauerstoff gebunden. Und durch diese Medikamente ist es besser geworden und ja, ich weiß einfach nicht mehr. Und ich würde mich so, so gerne mit der Patientin einfach mal unterhalten, wie sie das vertragen hat, denn es gibt bloß zwei Nebenwirkungen, die der Arzt mir gesagt hat, und zwar, dass die Haare rausfallen. Ja, ist ja nicht so, dass ich meine Haare wachsen lassen möchte. Und dass sich das Blutbild verändert. Ja, ich würde mich einfach so, so gerne mit dieser Patientin auch mal unterhalten und einfach ihre Meinung zu den Medikamenten hören und einfach auch hören, ob sie die Medikamente immer noch nimmt, die zwei, oder ob sie sie nicht mehr nimmt, ob es ihr gut geht, ob sie wieder Tumor hat, ob sich mehr gebildet hat oder ob das gestoppt ist, ob es zurückgegangen ist. Und
Ich habe einfach so viele Fragen und ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr dieses Video teilt und wenn ihr vielleicht diese Patientin kennt oder wenn du diese Patientin bist und dich angesprochen fühlst, dann schreib mir doch gerne. Ich würde mich auf jeden Fall freuen. Ich schreibe mal hier unten meine Instagram-Seite hin. Da wäre es einfach am leichtesten, wenn du mir das schreiben würdest oder ihr mir das schreiben würdet. Und ja, wenn wir zusammen diese Patientin finden würden, würde mich auf jeden Fall extrem freuen. Und ja, ich bin euch auf jeden Fall jetzt schon dankbar. Und ihr könnt auch gerne dieses Video teilen, damit wir diese Patientin auch finden können. Und damit ich einfach mal mit ihr schreiben oder einfach mit ihr sprechen kann. Wie der Ablauf so ist, was ich zumindest bis jetzt weiß, ich muss am 24. wieder nach Tübingen und dann wird besprochen, wie das so abläuft. Ich habe mich dazu entschieden, damit ich das machen möchte. Und ja, ich muss dann, das sind zwei Stoffe, zwei Medikamente, die ich in Tablettenform bekomme und ich muss dann eine Nacht in Tübingen bleiben. Da bekomme ich dann einen Stent nebendran gesetzt und der muss dann Sitzwache machen und muss mir alle 2 Stunden muss mir Blut abnehmen. Mein Puls, meine Sauerstoffsättigung und was weiß ich, was für ein Scheiß alles, wird kontrolliert und wird dann für die Forschung festgehalten. Denn ich bin jetzt in einer Forschung drinnen, also in einer Studie. Und ja, mal schauen, wie dieses Medikament anschlägt, ob es überhaupt anschlägt, ob es mir helfen wird. Und ja, ich werde euch auf jeden Fall weiterhin hier mitnehmen. Ich werde auch meine kleine Cam mitnehmen und da vielleicht so ein paar Szenen filmen, wie viel Tabletten ich nehmen muss, wie das sich so verändert. Denn ich muss auch alle 2 Tage, glaube ich, muss ich zum Hausarzt, zu meiner Hausärztin und muss da Blut abnehmen lassen. Da muss ich auch dann nochmal mit meiner Hausärztin reden, wenn dann alles feststeht und vielleicht wird auch nochmal ein MRT gemacht. Ja, ich bin einfach extrem gespannt und ich hoffe auf jeden Fall, dass ihr mir helfen könnt, damit ich diese eine Patientin finde und damit ich mich einfach mal mit ihr austauschen kann. Und ja, ich danke euch auf jeden Fall ganz, ganz von Herzen. Ganz, ganz viel von Herzen. Wie sagt man? Ich weiß nicht. Ich bedanke mich einfach und hoffe, dass es euch gut geht und damit ihr gesund seid und damit ihr auch beim nächsten Mal wieder einschaltet. Und ja, bis zum nächsten Mal. Tschüssi.